Es wird zu wenig Geld eingesetzt oder das Geld wird falsch eingesetzt. Das sind die beiden Hauptkritikpunkte, die gegen die Ausbaupläne der Bahninfrastruktur vom Bund sprechen. Karin Blättler, die Präsidentin von ProBahn Schweiz, weist darauf hin, dass man in Zukunft mit noch mehr Kapazitätsengpässen rechnen muss. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, brauche ich mehr Geld. Wir sind grundsätzlich eigentlich zufrieden, aber wir haben einfach das Gefühl, dass die 11,5 Milliarden noch ein bisschen aufgestockt werden müssen und dass durch das nachher dann die Projekte ein bisschen ausgewogener könnten verteilt werden. Sie fordern darum 13 Milliarden statt 11,5. Mehr Geld bedeutet aber nicht höhere Investitionen in Infrastrukturen. Bei der Angebotsplanung sollen die Kunden an erster Stelle stehen. Dabei sind sechs Angebote entscheidend. Infrastrukturbauten sind Mittel zum Zweck. Das klassische Projekt ist für uns der Durchgangsbahnhof Luzern. 3,35 Milliarden, da braucht es aus unserer Sicht in einer ersten Phase so nicht. Ganz und gar unnötig ist für das Komitee Gateway so nicht der Rangierbahnhof Limmatal. Der soll aber, wenn es nach dem Vorschlag vom Bund geht, sogar ausgebaut werden. Laut Josef Wiederkehr würde man das Geld besser anders einsetzen. Wir sind der Meinung, es macht absolut keinen Sinn, oder? Jetzt noch mehr Geld in eine nicht mehr zeitgemäße Infrastruktur zu investieren. Stattdessen sollen wir das Geld viel gescheiter in Personenverkehr investieren. Zum Beispiel in unserer Region die S-Bahn-Station Silberen. Aber ich weiss, es hat in anderen Regionen auch zusätzliche S-Bahn-Stationen, die den Leuten viel, viel mehr Mehrwert generieren würden. Wie das Geld eingesetzt wird und wie viel, entscheidet das Parlament bis im Herbst 2018.